Essstörungen entstehen oft durch emotionale Probleme in der Kindheit. Heute zeige ich dir, wie du als Erwachsener diese Probleme lösen kannst. Guten Morgen! Ich kenne eine Geschichte von einem Jungen, der mit 14 Jahren 160 Kilo gewogen hat. Der Junge war ich. Ich kenne 100 weitere Geschichten und auch du kennst genug Geschichten über dicke Kinder. Und geh in die Geschichten dieser Kinder, geh rein dort und du erfährst von emotionalen Problemen. Garantiert. Essen ist in unserer Überflusskultur mehr als pure Nahrungsaufnahme. Es ist Kompensation, es ist Ablenkung und es ist sogar Hobby. Und vieles in deinem Leben ist Ablenkung. Ablenkung von deinen Problemen. Und Essen ist so einfach und so billig. Wir sind regelrecht besessen von Ablenkung, weil es uns eine einfache Möglichkeit offeriert, unsere Probleme zu vergessen. Dass das Annehmen der freudigen, aber auch der traurigen Realität der beste Weg ist, Heilung zu erfahren und damit auch abzunehmen, das ist keine neue Weisheit. Trotzdem eine, die viele Menschen nicht annehmen können. Spiritualität ist zum Entspannungshobby geworden, anstatt offen des Erleben des Ist-Zustandes zu sein. Ich möchte dir heute ein paar spirituelle, aber auch psychologische Werkzeuge an die Hand geben, die dein Leben bereichern werden und auch dazu führen, abzunehmen. Wenn du all mein Wissen und auch meine Erfahrung aus 30 Jahren und 70 Kilogramm Gewichtsverlust haben möchtest, dann weise ich dich dezent jetzt schon auf mein Buch, was Mitte Dezember erscheinen wird, hin. Einfach diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Du musst dir klar werden, selbst wenn du durch eine magische Pille 20 Kilo abnehmen würdest, die zugrunde liegenden Probleme, warum du aus dem Gleichgewicht geraten bist, so denn es seelischen Ursprung ist, und das ist ungefähr bei 90-95% der Fall, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, wir haben trotzdem die Probleme nicht gelöst, nur weil du 20 Kilo abgenommen hast. Wir sind so darauf fokussiert, in unserer westlichen Welt die Konsequenzen zu behandeln und nicht die zugrunde liegenden Probleme. Und das erkennt man wunderbar an unserem Gesundheitswesen. Es gibt zum Beispiel unzählige Pillen gegen die Folgen einer Erkältung. Halsschmerzen, Schnupfen, Husten. Aber Husten zum Beispiel sorgt dafür, dass Fremdpartikel oder Zellmüll aus den Bronchien abtransportiert werden. Es ist also nicht nur eine Folge der Erkältung, sondern auch ein wichtiger Prozess der Heilung. Wir kauen aber Bonbons, die teilweise sogar Antibiotika enthalten und unsere Antibiotikaresistenz herabsetzen und wollen den Husten, der so lästig ist, ja irgendwie mundtot machen. Und das ist, ich finde dafür keine Worte, aber man muss das natürlich erstmal wissen. Und wer dick ist, der hat nicht das Problem, dass er zu viel isst. Das ist nicht sein Problem, der hat ein anderes tiefer liegendes Problem, was dazu führt, dass er zu viel isst. Das führt zu Emotionen, die, wenn sie nicht verarbeitet werden, kompensiert werden müssen. Und dann kommt das Essen auf den Tisch. Ich habe auch Medikamente genommen, um abzunehmen. Aber erst als ich grundlegende Dinge in Frage gestellt habe, konnte ich den Weg bereiten, dauerhaft abzunehmen. Sich selber besser zu verstehen, das ist die Grundvoraussetzung, um abzunehmen. Sich selber annehmen und sich selber lieben. Man kann seine Vergangenheit nicht ändern. Aber das Jetzt, sehr wohl. Denke über deine Verhaltensweisen nach und wie diese Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, entstanden sind und ob dies noch notwendig ist. Hast du dich früher vor anderen Menschen schützen müssen und reagierst auch heute noch oft mit einer Mauer, einer Distanz? Hast du gelernt, dass Angriff die beste Verteidigung ist und verhältst dich entsprechend? Bist laut, so wie ich zum Beispiel. Wurde dir früher eventuell gesagt, du seist nicht gut genug? Und spürst auch heute noch manchmal das Gefühl, dass es immer noch besser geht und du nie zufrieden sein kannst und hast entsprechenden Anspruch an dich? All diese Gedanken sich zu machen ist wichtig. Bewusstsein ist wichtig. Siehe dazu auch mein Video zum Selbstbewusstsein. Wenn wir negative Seiten an uns wahrnehmen,
reagieren wir meist mit automatisierter Ablenkung. Wenn wir jedoch mit Bewusstheit und Mitgefühl reagieren für uns selber, können wir Stück für Stück erkennen. Dieser Prozess des Erkennens, sich selbst erkennens, sich selber Bewusstsein über seine Verhaltensweisen, führt im Gegensatz zu einer Nahrungsumstellung nicht sofort zu Gewichtsverlust, aber er leitet einen Vorgang der inneren Reinigung in Gang. Und am Ende steht ein gesunder und vitaler Körper. Ein Körper, der realisiert selbstständig, dass eine Tafel Schokolade nichts substanziell am Glück ändert. Deine Beziehung zum Essen kann geheilt werden, indem du dich deinen Gefühlen stellst, deinen Ängsten und deinen verdrängten Wünschen. Wünsche, die gesellschaftlich nie akzeptiert werden würden. Aber Wünsche, die du hast. Fang an, in Stille allein zu sein. Stell dich auf ein Feld, auf einen Balkon oder stell dich einfach in dein Zimmer. Sei allein. Geh in dich. Sei präsent. Nimm die Gefühle wahr und lass sie sein. Dein wundervoller Körper spürt, dass manche Gefühle nur mitgeschliffen werden. Und Heilung bedeutet vor allem eins: Loslassen. Viele Gedanken sind absolut unnütz. Das sind Gedanken, die du mitgenommen hast, die du einmal gemacht hast und die immer wieder neu befeuert werden, die aber keinen Sinn mehr haben. Stell dir vor, du würdest auf einem Parkplatz, umgeben von 8 gewaltbereiten Jugendlichen, die aufgrund deines Aussehens dich schlagen und kaputt machen wollen, stehen. Und ich frage dich jetzt, wie solltest du jetzt reagieren? Viele würden sagen, ja, weglaufen oder kämpfen oder das Gespräch suchen. Nein, du solltest aufhören, diese Situation vorzustellen. Gleiches gilt für die Vorstellung von Verlust, Trauer und Ohnmacht. Diese Gefühle passen zu den Erlebnissen, die man hatte und dann auch erlebt werden durften. Aber ersetze diese Gefühle nun durch Dankbarkeit für diese Gefühle, für diese Erlebnisse. Ich weiß, es gibt Menschen, und auf einer Metaebene stimme ich diesen Menschen absolut zu, die sagen, jeder Gedanke ist sinnvoll. Und alles ist gut. Auf einer Metaebene stimmt das. Aber wir reden hier in dem Verstand. Wir versuchen mit unserem Verstand etwas in unserem Alltag zu initiieren. Und da müssen wir eine kleine Ebene runtergehen. Oder auf eine kleine Ebene gehen, die wir verstehen, die wir überblicken können. Und in dieser Ebene sind diese Gedanken Müll. Der letztlich entsorgt werden muss. Thema Dankbarkeit. Ich sagte das gerade, nicht nur Dankbarkeit für die Erfahrungen, sondern stell dir bitte vor, jeden Tag sterben 150.000 Menschen. Jeden Tag. Aber du lebst. Sei dankbar dafür, dass du lebst. Denn dieses Leben, dein Leben, das endet. Garantiert. Genieße den Moment. Beschränke auch nicht dein Essen. Das ist interessant. Von jemandem, der 70 Kilo abgenommen hat. Es gibt vor allem zwei Arten der Beschränkungen, die ich in meinem Leben erlebt habe und die auch bei anderen Menschen immer wieder zutage treten. Einmal, dass man nur spezielle Lebensmittel isst. Dass man zum Beispiel nur Low Carb isst. Oder dass man nur vegan isst. Oder dass man direkt irgendwelche Diätpulver oder solche Sachen isst. Also man beschränkt sich auf bestimmte Nahrungsmittel. Und dann gibt es die Beschränkung über die Energiedichte. Das bedeutet, man reduziert sich auf eine bestimmte Anzahl von Kalorien. Beides restriktiv durchgeführt. Beides ist eine Beschränkung, die vom Verstand willkürlich festgesetzt wird. Wie kann man erwarten, auf eine Entdeckertour durch sein Leben zu gehen und der Versuch, sich selber zu finden in dem Dschungel von Konditionierung, wenn man überall Schranken aufstellt. Du solltest dich nie sowohl in den Kalorien oder in den Lebensmitteln beschränken, wenn es um das Abnehmen geht.
Dein Geist muss frei sein und du musst Zugang zu allem haben und aus dem Vollen schöpfen, aus allen Potenzialen, aus allen Energien, die um dich herum sind, aus allem, was dich umgibt, aus allem, was dir in den Kopf steigt. Du musst aus den Vollen schöpfen können, um deiner Intuition Raum geben zu können. Und das ist eine grundlegende Erfahrung, neben sehr, sehr vielen anderen, die ich über 30 Jahre hinweg gemacht habe. Mittlerweile habe ich kaum noch den Bedarf, chronisch Lebensmittel zu konsumieren, die mich früher in Entzückung versetzt haben. Sprich industrielle, gefertigte Süßwaren, Fertiggerichte und hochverarbeitete Produkte. Aber ich verbiete sie mir nicht. Und wenn der Moment da ist, und manchmal ist dieser Moment oft da, immer noch, dann ist das vollkommen okay. Und seit ich dieses so praktiziere, nicht restriktiv, kann ich wunderbar beobachten, wie diese Momente wie von Geisterhand immer seltener werden. Und ich mir auch nicht verrückt mache, wenn ich in einer Woche zweimal das Bedürfnis habe, eine Pizza oder einen Döner zu essen oder was Süßes. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Fang an, auch die Dinge, die du isst, einzeln zu schmecken. Wann hast du das letzte Mal einen Salatkopf verzehrt? Einfach nur so. Ohne Salz, ohne Essig. Einfach nur einen Salatkopf. Du wirst erstaunt sein, wie ein Hungergefühl vorausgesetzt, einzigartig diese Dinge schmecken. Wenn du dich nur auf diesen Salatkopf einlässt, kauf ihn in einer hohen Qualität, wenn das möglich ist für dich. Aber selbst wenn du ihn beim Aldi kaufst, hat er einen einzigartigen Geschmack. Und dieser Geschmack ist ein individuelles Signal an dich, an deinen Körper. Dieser Geschmack sagt deinem Körper, ob er dieses Lebensmittel möchte oder ob er das nicht möchte. Wenn das Gemüse, was du zu dir nimmst, eingelegt ist oder zu stark gewürzt ist, da hat dein Körper keine Chance zu intervenieren. Wenn du die Erfahrungen machst, wie befriedigend es manchmal sein kann, einfach ein paar Tomaten zu essen und total in deiner Mitte bist und dann kein Bedürfnis nach irgendwas hast, obwohl du nur eine Handvoll Tomaten gegessen hast und im Gegensatz dazu du auch mal so eine ganze Pizza isst oder eine Packung Hallorenkugel und dich trotzdem noch unbefriedigt fühlst, dann fängst du auch ganz intuitiv an, echten Geschmack zu wollen. Du möchtest, dass dein Körper die Chance hat, dir ganz klar zu sagen, was er braucht. Der dir in der Dunkelheit der "Was tut mir eigentlich gut?" Suche Orientierung bietet. Du wirst auf eine faszinierende Reise gehen und der Geschmack ist dein Kompass. Du gehst eine ganz neue Verbindung mit deinem Körper ein. Der Körper wird dein Freund und du behandelst deinen Freund plötzlich mit Respekt. Eine Symbiose entsteht und du kommst in dein natürliches Gleichgewicht. Der Körper kommuniziert mit dir. Das geht durch den Geschmack der einzelnen Dinge. Kannst du erahnen, wie schön sich das anfühlt? Ich wünsche dir viel Freude auf diesem wundervollen Weg. Dein Samuel.